Na, guck mal. Was ist der hier? So, der erste Marker ist gesetzt. Der geht einmal quer darüber. Wir sind bei 2020. 2020. So. 2020. So, das speichern wir. So, ich habe den ersten Marker so ein bisschen mal hier, schon mal gesetzt. Hier ist der nächste Marker. Den nehmen wir auch mit und wir bewegen uns in die Richtung. Wie gesagt, je größer das Feld ist, das die Quarry abstecken kann, desto angenehmer ist das. Die Quarry. Ja, Enzen gibt es ja auch. Wir können gleich mal so ein bisschen die Welt durchsuchen, also besuchen. Die Quarry, die arbeitet sich quasi durch und baut quasi alle Steine und alles ab, was eigentlich existiert. So. Alles, wo sie eigentlich ihren Zugriffsbereich hat. Wie gesagt, du hast diese Marker hier, auch den einen, den ich hier habe. Damit steckst du quasi einen Bereich ab für diese Quarry. Und der baut dann halt in diesem Bereich alles bis zum Grundstein ab. Alles, was nicht Erde ist, schiebt sie dann in dein Lager durch diesen Tesserakt. Ich zeig dir gleich, was ich meine. Das macht halt mega Spaß. Ne? Und wenn du das halt dann, ja, so, hoppala, hey. Wenn du das dann halt so ein bisschen laufen lässt, dann hast du am Ende alle möglichen Erze und Metalle dieser Welt und musst halt so gesehen nicht mal auf Höhlentouren gehen. Musst du eigentlich nicht. Wir machen es trotzdem. So. Quarry ist jetzt, ja. Der kann hier ruhig mal abbauen. Habe ich nichts gegen. Ich muss nur irgendwie wieder rauskommen. Alter, hätte ich jetzt diese Dinger ja nicht, da wäre ich erstmal runtergesegelt wie so ein Adler. Ohne Mist. Ich muss gerade ein paar Steine nehmen. Ich muss mich irgendwie nach oben wieder arbeiten. Ich weiß nicht, ob das reicht. Okay. Okay. Wir bauen uns hier wieder hoch. Na. Also deswegen habe ich halt auch so unglaublich viel Marmor und so viel unglaublich viel Stein, weil ich eben mit dieser Quarry arbeite. Jetzt müssen wir gerade mal schauen, wo ist die Quarry? Ne, wo ist Marker 1? Marker 2. Marker 1. Bei minus 863, 2, 5, 1, 9 und 63. 2, 5, 1, 9. Ich muss in die Richtung. 2, 5, 1, 9. Das ist direkt ein Baum. Was ist hiermit? Er braucht 64. Okay. Ich werde mich hier nicht runterbauen. Okay. Also er muss halt genau auf diesem, auf quasi mit dem anderen Marker übereinstimmen. Das heißt, ich muss auf 64 Meter quasi runter. Oben rechts siehst du die Zahlen Y und X und sowas, ne? So. Und wenn es blau leuchtet, ist er verbunden. Perfekto. Dann mache ich hier mit 1159, also Minus. Ändern. 1159. Zack. Mache ich hier wieder den Marker rein. Und dann weiß ich, dass ich hier diesen Marker wiederfinde. Und dann gehe ich zurück zu Quarry und sage, Kollege, bau ab. Und er baut jetzt. So, er baut jetzt in einem Umfang von 583 Meter in die Richtung, 498 Meter in die Richtung, inklusive diesen letzten Marker, der quasi, wie soll ich sagen, du weißt ja, a hoch 2 plus b hoch 2, nee, a Quadrat plus b Quadrat und so weiter, ne? Gleich c Quadrat, das ist genau diese Richtung da hinten, ne? Irgendwo am Haus vielleicht sogar schon. Ist nicht schlimm. Ich hoffe, er baut nur das Haus nicht ab. Ich gucke gerade. Oh, ich muss Marker 2 ein bisschen zurücksetzen. Sonst baut er tatsächlich das Haus ab. Sorry. Was war denn das gerade?
Moment, das war. Okay. Schon wieder. Aus. Okay. Da muss ich beim Marker. Okay, das ist ein kleiner Bug. Da muss ich vielleicht mal auf. Na, wir 65. Dann falle ich ein bisschen dann da. Hoppala. Ich wollte ja Marker 2 eigentlich. Schon wieder. Alter. Marker. Dann gehen wir zu Marker 1. Moment. Hier mache ich auch mal 65, 66. Wenn ich jetzt hier ankomme. Ah, alles gut. So. Den muss ich jetzt hier gerade doch nochmal umbauen. Ich muss eher auf diese Höhe hier. Moment. Ich muss dem halt ein bisschen Raum lassen, der Quarry. Was haben wir denn hier? 2, 1, 2, 6. Moment. Da hinten ist die Quarry. Ne, da hinten ist das Haus. Da hinten ist die Quarry. Okay. Oh ja, ich sehe die Koordinaten nicht wegen der Webcam, aber ich dachte schon. Ach so. Ein Held. Ich zeig dir das gerade mal. Ich habe oben auch eine Karte eigentlich. Ich setze mich mal ein bisschen runter. Da. Ah, noch ein bisschen. Gucke gerade. Ja, jetzt solltest du es sehen. Genau. Also, du siehst oben rechts halt die Koordinaten jetzt. Jetzt solltest du sie sehen, tatsächlich. So, das Haus sollte nicht auf der gleichen Höhe sein, möglichst. Sonst habe ich ein Problem. Wie gesagt, sonst baue ich mein eigenes Haus ab. Das ist nicht cool. So, jetzt gucken wir mal. Das Haus. Gucken wir erstmal so. Ich stehe nun. Ja, ich muss noch ein bisschen runter. Bis nochmal über die Schlucht quasi. Und ja. So, jetzt solltest du, wie gesagt, die Koordinaten sehen. Ja, siehst du. So, und. Ich würde hier irgendwo dann. Ne, das ist okay. Ja, das ist dicke okay. Jetzt muss ich hier aber wieder den Marker 2 suchen. Wir sind bei 285 minus den Marker 2. 2. 5, 8, 5. 8, 2 war das, ne? Oh. Sorry, ich habe den nach links versetzt, nicht nach. Oh, ich bin so intelligent. Wo liegt die Quarry dann? Nochmal. Minus 5, 7, 6. 7, 6. Und wir stehen an 2165. 2165. So. Jetzt ist der Marker hier. Das heißt, hier müssen wir noch ein bisschen nach unten bauen. Also. Weil, wie gesagt, der muss ja auf der gleichen Höhe sein. Okay, haben wir richtig gemacht, können wir hoch. So. Ja, genau. So, jetzt ist es. So, jetzt ist halt der Marker ein bisschen tiefer, aber was soll's? Was soll der Geiz? Ich will halt, wie gesagt, einfach nur mein Haus nicht anfassen. Ich hoffe, der hat jetzt nicht schon angefangen. So, und der scannt jetzt und baut ab, ne? Zack, 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 zack. Du siehst, Feuerstein. Hier war mal Erz dabei und so weiter und so weiter. Ich reise mal nach Hause. Ich habe nämlich echt Sorge, dass ich das Haus geradewegs abgebaut habe. Also hier erstmal nichts. Eigentlich muss ich mir eher darum Sorgen machen. Wenn ich hier irgendwo Erde sehe, dann weiß ich, dass ich schon Mist gebaut habe. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering eigentlich. Ah, sieht sehr, sehr gut aus. Hat sich nichts verändert hier. Ich hatte gerade echt Bammel gehabt, dass ich gleich hier stehe und dann, wo ist mein Haus hin? Okay. Also das Haus ist auf Höhe. Moment. 2076 und der ist jetzt relativ weit runtergesetzt worden, der Marker. 2167. 2165. Okay, gut. Das ist nochmal so knapp 100 Meter in die Richtung. In die Richtung, in die Richtung. Sehr gut. Okay.
Glück gehabt. Großes Glück gehabt gerade. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so nah am Haus bauen werde. So, hier läuft noch alles durch. Durch, ne? Oh ja, hier läuft noch einiges durch. Ah, wir sollten den Certus-Quarz haben. Also den Staub, den wir, ja, den können wir mit Sand versetzen. Und dann kriegen wir wieder Fluixid-Staub. Ne, das andere Zeug. Moment, ich nehme hier. Guck mal. Guck mal, wie das jetzt läuft. Schwupp. Schwupp. Ist nochmal zu wenig. Certus, Quarz und Sand. Vielleicht reicht das doch? Nee, es reicht nicht ganz. Ja. Certus, Quarz kam. Zack, zack. Zack, zack, zack. Guck mal, wie viele Zertusquarzkeime wir haben. Die sind halt echt wichtig. Wenn wir die nicht haben, dann können wir halt die 16er, die 16K-Dinger nicht bauen. Und das wäre schon... Ah, guck mal. Ich habe vergessen, den Nachtmodus an- oder auszumachen in dem Fall. Ah, ich merke, ich habe keine Strom mehr. Für diesen Kollegen hier vorne. Der gerade so mutig arbeiten wollte oder sollte. Ich brauche dann neuen Strom. Ich tausche den unten schnell aus. Wie gesagt, diese Kondensatoren, die speichern Energie. Das ist so quasi dein Akku. Den kannst du mitnehmen, den kannst du da lassen, wie du möchtest. Zum Beispiel jetzt. Ich sage einfach, ach weißt du was, gib mir den Akku. Ich knall dir den drauf. Der lädt sich jetzt auf. Siehst du? Und es geht recht schnell. Weil wir halt einen guten... Ja, eine gute Sache da hinten. Übrigens, was ich auch machen könnte, ist ein 10 Millionen Energie-Gedöns-Kiste machen. Siehst du? Jetzt arbeitet der und diese Steine hier, die sollten... Ja, siehst du, die blinken so auf. Das heißt, die werden schneller aufbereitet. Ich kann ja mal gucken. Kondensator... Was braucht... Ach, 25, genau. Die 5 Millionen haben wir, die 25 Millionen. Dafür brauchen wir dynamische Kerne. Die kriegen wir nur mit dynamischen Nuggets. Das ist dieser dynamische, diese dynamische Legierung. Und einem Smaragden. Ich guck mal, ob wir dynamische Legierungen haben. Wir könnten tatsächlich mit dem Smaragd zusammen diese Dinger machen. Und dann brauchen wir noch oktatischen und... Da brauchen wir auch wieder dynamische Legierungen oder so. Aber hier könnten wir doch mal ein paar machen. Machen wir mal 3 Stück. Und jetzt bräuchten wir Basiskondensatoren. Dafür brauchen wir Jolt, das wir kleiner machen. Jetzt wird es sehr kompliziert. Jolt. Kupfer haben wir ja. Dann machen wir erstmal die hier. Schwupp. 15. Ich hoffe, die reichen. Dann brauchen wir die hier. Aha. Elektrisierte und so weiter. Elektrifizierte. Nicht Elektrum, sondern da. Nee, Elektrum wieder. Ah, wie heißen die nochmal? Für den Kondensator. Ich vergesse das immer. Kondensator. Energetisierte, sorry, energetisierte Attitude. Energetisierende. Die muss man schmelzen. So. Die kriegt man aus Redstone, Goldbarren und Glowstone. Glowstone sehe ich gleich. Machen wir mal 1 Stack. Gold. Könnte ich gerade entstacken. Ich weiß jetzt nicht, ob. So. Und Redstone. 1, 2, 3, 4, noch ein paar. Die machen wir auch noch fertig. Und dann machen wir das fertig. Okay, perfekt. So. So. Jetzt machen wir die Kollegen. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ja. So, die Kollegen machen wir jetzt. Und für die oktatischen Kondensatoren. Du merkst, jetzt wird es wieder kompliziert, weil du musst halt... Also ich kenne die Rezepte auswendig. Also du guckst jetzt zum Beispiel auf diesen Basiskondensator und siehst, okay, ich brauche Basiskondensatoren. Okay.
So, das muss ich machen. Dann brauche ich Eisenbarren und dann brauche ich einen Block Redstone. Okay. Dann guckst du hier drauf. Dann brauchst du Doppelschichtkondensatoren. Wie mache ich die? Aha, ich nehme zwei Basiskondensatoren, Kohlepulver und energetisierte Legierungen. So, und so klamüserst du dir das nach und nach zusammen. Hier, für die hier brauchst du dynamische Legierungen. Das heißt, hier musst du schon wieder was machen. Dann nimmst du energetisierte Legierungen und eine Enderperle. So, und so spielt sich das dann irgendwann ein. Deswegen, ja, muss man halt immer schauen, dass man seine Sachen irgendwie dann parat hat. Es dauert halt immer ein bisschen. Ich brauche. Guck mal, wir machen wieder komprimierten Stein, leeren wir wieder ein bisschen was. Komprimierter Stein. Das macht halt so viel aus gerade. Wir haben halt so viel Quatsch sonst wieder. Und dieses ganze Gneis, das aus Versehen reingef. Ja, es klingt erstmal kompliziert. Aber ganz ehrlich, wenn du dich reingearbeitet hast, so ein bisschen reingefuchst hast, dann geht das wirklich. Dann geht das wirklich gut und wirklich einfach. Also, man muss halt nur mal geguckt haben, wie sind die Rezepte, was brauche ich ungefähr dafür. Und irgendwann hast du das auch. Also, das, wie gesagt, das ist nur der Eindruck am Anfang. 81 Bruchsteine jeweils. Jetzt hast du hier schon. 729 Bruchsteine. Hier hast du im Vierfachen, ja, 6000 Bruchsteine. Im Fünffachen hast du, wie gesagt, die schon viel mehr Bruchsteine. Du kannst auch einen Sechsfachen machen. Du kannst bis zum Achtfachen gehen. Und dann hast du einfach 43 Millionen Bruchsteine. Komm erstmal so weit, denke ich mir immer. Mir reicht schon, wenn ich hier Vierfache habe. Ne? Ja. Dreifach ist schon viel. Also hier kommen jetzt die energetisierten Legierungen raus. Und kann jetzt natürlich den Kondensator weitermachen. So. Doppelschichtkondensatoren. Ich brauche nämlich für den hier nur diese oktatorischen Dinger da. Also Oktat-Dinger. Und elektrischen Stahl. Elektrischen Stahl sollte es noch haben. So. Dafür baue ich Doppelschichtkondensatoren. Jetzt baue ich wieder oktatorische und da brauche ich dynamische Legierungen und Glowstone. Das kann ich herstellen aus Glowstone. Na, baue ich so. Upsala. Glowstone ist ja viel einfacher. Baue ich die hier einfach mal. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch außer. Ja, genau, die dynamischen Legierungen mache ich dann am Ende. Ja, genau. Also das ist wirklich so. Also wenn du dich damit beschäftigst, dann wird das echt viel einfacher. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier irgendwas stecken bleibt. Warum ist der auf Idle gestellt? Krass. Ah, ich glaube, ich brauche einen neuen Pflanzer. Also ich muss den Pflanzer mit einem Smaragd-Upgrade ausliefern hier. Okay. Weil. Also tatsächlich, ich habe das eher mehr so durch Ausprobieren gelernt und durch, vielleicht wenn ich mal andere Streams geguckt habe oder wie gesagt Gronkh zugeschaut habe. Also wenn du wirklich mal etwas lernen willst, meiner Meinung nach, guck bei Debitor rein. Alter, was der machen kann. Also, ne? Debitor ist krass. Ein Smaragd-Upgrade brauchen wir. Hätte ich auch nicht gedacht. Rohrplastik. Okay. Ich guck gerade mal. Schmaragd-Upgrade. Was fehlt uns? Noch ein Rohrplastik. Wie kriegen wir Rohrplastik? Rohrplastik. Was ist denn der Rohrplastik? Plastik. Okay, hier. Zack. Na. Rohmach.
Rohrplastik, Alter. Ah, genau, siehst du? Hier brauche ich die Gummiriegel. Und die Gummiriegel kriege ich aus dem Kautschuk. So, jetzt kann ich hier Kautschuk. Zack. Und die kann ich burnen. Hier. Zack. Und da kommen Gummiriegel raus. Und die Gummiriegel wiederum kann ich dann, ja, weiterverarbeiten. Also, du merkst, das eine kommt zum anderen. Also, immer so. Immer nur gucken, was man braucht. Und dann geht das. Und dann lernst du irgendwann. Also, ich kann die Rezepte halt auch nicht auswendig. Ich habe die nie auswendig gelernt. Ich mache die einfach so, wie ich so ungefähr weiß, wie das aussehen soll. Aber mehr weiß ich. Also, das ist halt eher mehr so bei mir. Ah, man könnte das machen, man könnte das machen. Vieles habe ich durch Ausprobieren erst gelernt. Das hat dann aber auch dementsprechend gedauert. Alter, wie viel Zeug hier drin ist wieder. Tageslichtsensoren, Sättel, Saftpressen. Daraus kann man übrigens Essen machen dann auch. Und vieles, wie gesagt, vieles, vieles, vieles weiß ich auch nicht. Ich habe mich nicht mit allen Mods beschäftigt. Ich glaube, der Nerebor wüsste viel mehr als ich. Also weiß auch, glaube ich. Also nicht wüsste, sondern weiß viel mehr als ich. Also, wie gesagt. Ich bin halt, ich plätschle halt echt krass an der Oberfläche mit dem, was ich hier mache. Ich bräuchte Marmor. Dann kann ich das hier zumachen. Dann sieht das wenigstens einheitlich aus. So. Man sieht, die ersten leeren sich hier auch. Was ich übrigens ganz gut finde. Wie gesagt, man zieht das dann auch irgendwann ab. Man braucht die auch nicht mehr. Also bis morgen früh, schätze ich mal, ist ja auch alles in der, im ME-System. Und dann braucht man halt auch nichts mehr. So. Ich brauche das echt nicht mehr. So. Ja, hier zieht das Gneis noch ab. Ah, siehst du, hier zum Beispiel. Hier kann ich es noch nicht abziehen. Hier kann ich es auch noch nicht abziehen. Aber hier kann ich es abziehen. Hier kann ich es abziehen. Die ganzen Eisenverstärkungen oder Verbesserungen. Hier kann ich nur eins abziehen tatsächlich. Kann ich das abziehen? Man kann halt aus diesen ganzen Lebensmitteln halt noch was machen, ne? Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie festgeschrieben ist, dass man da. Ach, guck mal. Alter, wie viel Kalkstein wir haben. Das ist unnormal. Unnormal. Also wirklich unnormal. Ja. Ziehen wir bald alles ab. Und dann kann man das nochmal neu einordnen, wenn man möchte. Man kann dann irgendwie 5 Smaragd-Upgrades auf einmal draufziehen und dann. Kannst auch sagen, okay, hier kommt jetzt nur, keine Ahnung was rein. Irgendwas, was man braucht. Aber das muss man dann dementsprechend sehen. Ja, Stein haben wir auch wieder genug. Ich kann übrigens, wenn ich möchte, das kann ich tatsächlich durchziehen, hier hoch eine Itemleitung legen. Und diese Itemleitung wiederum, und das ist halt das Krasse, diese Itemleitung, warum ist an dem ME-Laufwerk, ey, aktiviert. Und diese Itemleitung sagt dann immer hier Erze rein. Die werden durchgearbeitet und fahren dann halt immer so im Kreis. Dann hast du am Ende hier nur raffiniert. Ich kann es sogar so machen, dass ich die Erze erstmal hier raffiniere, dann kommen die hier rüber und dann kommen nur noch Barren ins ME-System. Und wenn ich ganz krass bin, kann ich sogar eine Automatisierung machen und dann macht mir dieses ME-System ausschließlich nur noch Blöcke. So. Ich kann auch diese Komprimierung hier machen, aber ich habe einfach keinen Bock drauf. Ich mache die im Moment händisch. So. Siehst. Wobei, ich muss zugeben, jetzt ist gerade was anderes durchgelaufen. Irgendwas, was ich nicht weiß. Irgendwas, was mir unglaublich viel gefressen hat. Inventory. Nein. Ach so. Sorry. Mein Fault. Ah, jetzt ist die Kreide durchgelaufen, der Schalenstein. Es kommt auch die ganze Pulver und es ist echt unglaublich viel, was hier gerade durchläuft. Ja, das könnte man zum Beispiel wieder zu was anderem machen. Das könnte man wieder zu was anderem machen. Das könnte man wieder zu was anderem machen. Und das kann ich jetzt alles wieder reinschmeißen. Dann spare ich mir auch vielleicht Gegenstände.
Das kann ich hier wieder reinmachen. Zack. Und du siehst, so leert sich oder füllt sich auch wieder alles. Knochen kann ich zum Beispiel auch verarbeiten. Zack, zack. Und dann habe ich wieder was. Und also kannst du damit eigentlich die ganze Produktionsabläufe automatisieren? Ja. Du kannst alles automatisieren. Du kannst, wie gesagt, auch zum Beispiel hier hinten haben wir die noch. Nee, aber für die Burger, das kannst du auch alles automatisieren. Du kannst wirklich alles machen, was du möchtest. Und das ist halt, ja, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, muss man dann dementsprechend selber herausfinden. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, aber ich setze es halt nie ein. Moment. Nein, das brauche ich nicht. Ich will mir jetzt gerade nur das ganze Kupfer erstmal rausnehmen. Und zu Barren hier erstmal verarbeiten lassen. Ah ne, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Bloß nicht diesen Fehler machen, weil wir brauchen ja jetzt noch diese dynamischen Legierungen. Energetisierte. Davon nehmen wir mal die Hälfte. Und nehmen Enderperlen mit. Perlen. Ah! Die ganzen Enderperlen hängen noch hinten. Krass. Machen wir zwei Stacks, passt. Jetzt niemals aktiv. Schieben wir den durch. Jetzt schieben wir den durch. Und jetzt mache ich aktiv und jetzt macht es wieder den gleichen Spaß. Von vorne. So. Also, wie gesagt, du kannst alles automatisieren, alles, was du möchtest. Ich mache das jetzt halt so, ich möchte diese Schränke leeren. Wie gesagt, wegen diesen Pflastersteinen hier ganz besonders. Du siehst, hier unten haben wir noch so viel Gneis und so viel Gneis und so viel schwarzen Granitpflasterstein und so viel Kalkstein und so viel Marmor und Netherstein und hier Kalk und hast du nicht gesehen. Das muss halt alles jetzt erstmal raus. Das dauert seine Zeit. Währenddessen würde ich eigentlich liebend gerne... Oh, das kann sein, dass oben unsere Perlchen fertig sind. Also unsere Kollegen. Dann können wir hier gleich... Ja. Jetzt können wir gleich die neuen Upgrades machen. Und dann füllen wir hier langsam mal wieder unser System oder füttern unser System. Ich brauche Zertus, also diesen reinen Zertusquarz hier. Zack, zack. Wobei ich brauche, nehmen wir erstmal ein. Und ich brauche den Kalkulationsdruck, ist das, glaube ich, ne? Ja. So. Und das rein und das rein. So. Jetzt presst das wieder, ne? Und dann fließt wieder rein und so weiter. Ich könnte hier noch zwei, drei Pressen machen. Ich könnte die auch übereinander stapeln. Das würde dann so laufen, dass eine presst. Dann könnte ich noch einen Trichter machen und dann führt sich das immer zusammen und dann hast du Redstone mit einem anderen Trichter und dann läuft das alles von automatisch. Du hast oben noch eine Truhe, wo du zum Beispiel den reinen Zertusquarz reintust und dann läuft das einfach nur. Das kann man machen, aber wozu? Jetzt gerade hätte ich nicht die Lust dazu, wenn ich ehrlich bin. Wir können ja diese Car-Upgrades mal gucken. Wir haben 1K-Upgrades und wir haben 4K-Upgrades. Ich würde auch gerne Quarzglas mal überprüfen. Nein, hier. Quarzglas. Okay, wir werden Quarzglas nachmachen müssen. Quarzglas. So. Dafür brauchen wir Netherquarzstaub und so weiter. Haben wir noch ein bisschen. Zack. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Quarzglas und können gleich weiterarbeiten. Ich kann auch hier mal nach dem Kalkulationsdruck gucken. So, genau. Und dafür brauchen wir Silizium und Siliziumdruck haben wir zum Beispiel nicht mehr. Und das müssten wir dann auch gleich wieder machen. Und es dreht sich immer weiter. Oh Gott, hier ist noch das ganze Gneis. Das muss... Oh. Das hasse ich, wenn man nicht aufpasst. Also Alex, ich leg mich jetzt hin. Ja, hey, alles cool, mach das. Wie gesagt, komm einfach irgendwann wieder vorbei. Oder ich komm bei dir vorbei, gell? Also nicht im Bett, ich komm bei dir einfach so vorbei. Egal, vergiss es. Ich komm einfach im Stream wieder vorbei, okay? Ich wünsch dir was, gell? Schlaf gut und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. So. Das brauchen wir nicht mehr. Hier geht die Sonne gerade unter. Wundervoll.